In dieser Kamera soll künstliche Intelligenz stecken. Sie kann Personen und Tiere richtig gut automatisch verfolgen. Allerdings nicht immer. Die OBSpot Tail AI Camera, ein Kamerasystem, das im Wesentlichen dazu gemacht ist, Menschen oder Tiere zu tracken, also zu verfolgen und automatisch zu filmen. Und da kann das Ding tatsächlich ein bisschen mehr als manche andere, aber auch nicht alles. Kommen wir gleich mal zum spannendsten Teil, den so eine Kamera können soll, nämlich zum Tracking. Dazu machen wir sie jetzt mal an. Lang auf den Startknopf drücken. Ein kurzes Piepsen. Der Lüfter läuft an, am Anfang voll Power. Jetzt ist er dann etwas leise geworden. Grün zeigt, dass Tracking bereit ist. Und jetzt gehe ich mal zu mir hin. Hat sie mich entdeckt. Die LED ist tatsächlich jetzt breiter geworden, die grüne LED. Jetzt folgt sie mir natürlich. Man sieht jetzt sehr gut, die Kamera hat mich als Person entdeckt und folgt mir in diese Richtung, nach oben, nach weiter unten, rüber. Ja, also, das macht sie tatsächlich schon mal sehr gut. So, um das Tracking jetzt zu zeigen, habe ich im ersten Schritt mal die OBSpot Tail neben meine tatsächliche Studiokamera auch montiert, sodass man da die Kamera mal im Vergleich quasi sehen kann. Aber jetzt sieht man ganz schön hier auf dem iPad das Tracking. Das heißt, um meine Person, um mich herum ist ein weißer Rahmen gezogen. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter wegfahre, ist der Rahmen da. Wenn ich aufstehe, folgt sie mir auch. Ich kann im Prinzip nach links gehen, ich kann nach rechts gehen. Das funktioniert tatsächlich ganz hervorragend. Wenn ich wieder hinsetze und näher komme, zack, bin ich ja auch wieder da. Das macht die Kamera ganz gut, aber das sind auch Laborbedingungen. Außerhalb des Labors sieht es dann ein bisschen anders aus. Ich habe die Kamera mitgenommen auf eine Radtour und habe mir gedacht, ist doch ganz nett, wenn ich mich so verfolgen lasse, wenn ich durch den Wald fahre. Stativ genommen, Kamera kurz draufgestellt, bin dann dran vorbeigefahren und ja, da hat mich die Kamera mal gleich mal nicht erwischt und hat ein Stück Zaun für eine Person oder sowas ähnliches gehalten. Ich bin dann rein, habe nochmal die Verfolgungsgeschwindigkeit, man kann das einstellen, auf crazy gestellt, auf besonders schnell. Dann hat es die Kamera gerade so geschafft, mir zu folgen. Und ich fand, die Anwendung ist aber nicht besonders schwierig, muss ich sagen. Dann habe ich es mal auf einer Pressekonferenz probiert und bin zwischen ein paar Menschen durchgelaufen und habe aber auch da gesehen, dass die Kamera mich immer wieder mal verloren hat, dann aber auch wieder gefunden. Was ich gemacht habe, nachdem ich ein bisschen mich durch verschiedene Help-Files gelesen habe, war, ein Masterbild hochzuladen. Man muss dann witzigerweise mit der App, also im Handy und nicht mit der Kamera selber, ein Foto von sich machen, kann das dann hochladen und die Kamera erkennt dann diesen Master. Und da wird das Tracking auch tatsächlich besser und man wird auch zwischen Personen besser wiedergefunden. Mit diesem Modus war ich dann mal auf einer Messe unterwegs und bin tatsächlich wirklich zwischen Leuten rumgesprungen und habe relativ vielfältig versucht, irgendwo die Kamera zu verwirren. Und sie hat es relativ gut geschafft, hat mich hin und wieder verloren, aber sobald ich wieder irgendwo im Blickwinkel ins Bild gekommen bin, zack, hat sie mich auch wieder gecatcht. Das muss man sagen, das war relativ gut. Ich hatte im Sommer im Urlaub die Gelegenheit, mal kurz für ein halbes Stündchen die DJI Osmo Pocket zu nehmen. Auch eine sehr kleine Kamera mit Gimbal oben drauf, die auch Tracking-Funktionen hat. Da war das Tracking tatsächlich schlechter. Schon so, dass sobald ein paar mehr Personen reingekommen ist, da hat sie sich sehr zuverlässig im Prinzip von mir verabschiedet. Aber so vom Grundprinzip, wenn nicht zu viel Ablenkung da war, hat die das Tracking auch recht gut gemacht und sie ist natürlich wesentlich kleiner, das muss man definitiv sagen. Die OBSpot Tail hingegen ist im Vergleich richtig gehend klobig. Von der Form her eher ungewöhnlich, recht schwer, nicht direkt handlich und ganz offenkundig darauf ausgelegt, dass sie automatisch arbeitet. Über die technischen Daten muss ich nicht viel erzählen, das findet sich überall im Internet. Bis zu 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, über einen 1/2 Zoll Sensor mit 12 Megapixel. In Full HD gibt es Zeitlupe mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Dann ein 3,5-fach Zoom-Objektiv mit 21 bis 74 mm Kleinbildäquivalent. Die Bildqualität ist gut, bei Helligkeit sowieso und bei schlechten Lichtverhältnissen für die Sensorgröße in Ordnung. Mit Offenblenden von 2,4 im Weitwinkel und 5 im Tele ist keine große Tiefenunschärfe zu erwarten und die manuellen Einstellmöglichkeiten in der App
sind ehrlich gesagt eher rudimentär. Immerhin lassen sich Verschlusszeiten, ISO und Weißabgleich manuell festlegen, wobei so richtig detailliert geht es halt am Ende nicht. Aber künstlerische Bildkomposition ist auch nicht das Metier der Opsport Tail. Sie ist darauf ausgelegt, alles künstlich intelligent selber zu machen. Entsprechend ist ihre Gestaltung. Es gibt nur einen Knopf, den Ein- und Ausschalter. Den Rest muss man über die App oder über Gestensteuerung erledigen. Die Anzeigen am Gerät selber sind spärlich. Wir haben vorne kleine LEDs als Batterieindikator. Wenn ich die kurz antippe, leuchten die mal kurz. Und wir haben hier vorne noch eine LED-Leiste, die mehrere Funktionen hat, in verschiedenen Farben blinken kann, schmal oder breit blinken kann und damit ein bisschen versucht, mit dem User zu kommunizieren. Das ist auch der einzige Weg zu kommunizieren, denn ein weiteres Display, das in irgendeiner Form Klartext oder Buchstaben oder gar tatsächlich Bilder anzeigen würde, hat diese Kamera nicht. In der Kamera werkelt ein ganz potenter Bildverarbeitungsprozessor, der speziell für Multi-Objekt-Tracking gemacht ist. Das und natürlich die Fähigkeit, 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, sorgt für reichlich Abwärme in der Kamera. Und damit die Opsport nicht wie manche Kompakt- oder Spiegelreflexmodelle überhitzt, wenn man 4K aufnimmt und dann auch noch abschaltet, dafür hat die Opsport einen Lüfter. Und der ist auch hörbar. Ich halte ihn den mal ganz kurz näher ans Mikro, damit Sie ein Gefühl kriegen, wie der so klingt. Weiß jetzt nicht, ob man es gut gehört hat. Ich denke, wenn das Mikro etwas weiter weg ist, stört das Rauschen nicht. Nur wenn man es direkt an der Kamera einsteckt, ist es zu hören. Das Tracking ist natürlich nicht nur aufgrund des Grafikchips und der KI-Software möglich, sondern auch auf mechanischer Seite auf den Gimbal zurückzuführen. Der Gimbal ist ein 360-Grad-Gimbal tatsächlich. Das heißt, der dreht sich rum, rum. Und man kann um ihn rumlaufen, so oft man also will. Zumindest also in der ersten Achse. In der zweiten Achse ist er während des Betriebs, hier geht er natürlich ganz nach unten, von minus 45 bis 135 Grad scheint sich das Gerät hier bewegen zu können. Direkt über den Gimbal hüpfen kann man also nicht, man muss immer vor ihm bleiben. Aber direkt drüber wären die Bewegungen wahrscheinlich auch zu schnell und wir haben ja gesehen, dass das Tracking da an seine Grenzen kommt. Trotzdem, es ist ein echter Dreiachs-Gimbal, das heißt, hier im Inneren ist tatsächlich noch eine weitere Achse, ein weiterer Gimbal, der jeweils plus minus 50 Grad seitlich auch noch ausgleichen kann. Also eine echte Stabilisierung in alle Richtungen, wobei der Gimbal ja weniger dem Bewegungsausgleich dient als dem aktiven Tracking. Wobei es gibt mittlerweile schon kleine ferngesteuerte Autos, auf die man ihn montieren kann und da muss er natürlich dann auch Bewegungen ausgleichen. Dann kommen wir jetzt einmal zur Soundqualität und die ist leider eher mäßig. Erster Punkt ist, wenn kein Mikro drin steckt, hat man überhaupt keinen Sound. Ist manchmal ein bisschen nachteilig, wenn man verschiedene Kameras synchronisieren möchte. Da ist das hilfreich, wenn man eine Soundspur immer dabei hat. Ich habe mir damit beholfen, ein kleines Mikrofon hier seitlich in den 3,5 mm Anschluss zu stecken. Dann hat man Sound. Das ist im Grunde im ersten Schritt auch schon mal okay. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, am Sound irgendwas einzustellen. Den Pegel einzustellen, die Aussteuerung einzustellen oder zu fixieren oder ähnliches. Und das hat mir tatsächlich in einem Einsatz wirklich Probleme gemacht. Ich habe getestet, ob der Sound funktioniert, habe es in der App angehört und dort hat es sich einigermaßen vernünftig angehört. Allerdings habe ich ohne Kopfhörer gehört. Fehler bitte nicht mehr machen. Und habe dann mit einem solchen Rode Funkset mir ein Lavaliermikrofon angesteckt, sah eigentlich alles ganz gut aus. Der Sound war da und ich habe leider, wie gesagt, darauf vertraut, dass das funktioniert. Und am Ende war die Aufnahme wirklich nur mäßig gut. Ich habe hier ein Ansteck-Lavaliermikrofon über dieses kleine Rode Funk-Drahtlos-Set mit der Kamera verbunden. Und wir sehen, ob der Ton sich also auch gut direkt an die Opsport AI Cam übertragen lässt. Sie war leicht übersteuert. Ich weiß nicht, ob der Pegel, den das Rode auswirft, der Opsport zu hoch war. Bei anderen Kameras funktioniert das sonst hervorragend. Ich sehe im Moment auch noch keine Möglichkeit, da was dran zu ändern, weil es in der App keine Möglichkeit gibt, Audio irgendwie einzustellen, die Pegel einzurichten oder ähnliches und im Prinzip hier so den Gain für verschiedene Mikrofone einzustellen. Also ich denke, in ruhigen Umgebungen mit einem Mikrofon, das vom Pegel her dazu passt, ist die Aufnahmequalität wahrscheinlich in Ordnung. In lauten Umgebungen, wo ich es getestet habe, war es leider ein Fail. Dafür taugt es leider nicht. Noch ein paar Worte zur App. Die ist eigentlich ganz intuitiv, verbindet sich über WLAN mit dem Smartphone oder Tablet und
lief bei mir die meiste Zeit stabil. Sie schlägt auch noch regelmäßig Firmware-Updates vor, derzeit noch relativ häufig, ist eben ein neues Startup-Unternehmen. Ja, auch die Menüführung ist ein bisschen verschachtelt, aber im Grunde ist alles da. Neben den vorher schon erwähnten Kameraeinstellungen kann man wirklich viele verschiedene Bildwiederholenraten einstellen. Es gibt ein paar Farbpresets, die aber eher irgendwie bunt sind und naja, es gibt noch ein paar automatische Kamerafahrten, die von der Totale mit Zoom zum Kopf oder zu den Füßen und wieder zurückfahren können. Es gibt verschiedene Tracking-Einstellungen. Die Kamera, das ist das Vorteil bei der Zoom-Kamera, die zoomt dabei auch automatisch auf das Ziel, wobei man in der App angeben kann, ob sie eher die obere Hälfte, den ganzen Körper oder nur die Füße filmen soll. Füße ist natürlich für Tänzer oder auch Skater interessant. Vielleicht noch eine Anmerkung, standardmäßig wird die Kamera nicht als USB-Drive erkannt. Das heißt, wenn man ein Kabel nimmt, um sie an den Computer anzustellen, dann erkennt ihr die nicht. Man muss das in der App aktivieren, was allerdings relativ sinnvoll ist, weil die SD-Karte nur sehr, sehr schwer rauszuholen ist. Also für mich war das irgendwie nur mit Hilfsmittel machbar. Was kann man als Zusammenfassung sagen? Ich bin zwiegespaltener Meinung. Ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Der Hersteller wirbt ja in seinen Videos sehr mit Tänzern, die vor der Kamera tanzen, vor einem einigermaßen cleanen Hintergrund oder mit irgendwelchen Skatern, die dann rumsausen. Ja, und da ist es bestimmt toll. Aber für meine Einsatzbereiche, im Hobbybereich eher Wandern und Radfahren und im beruflichen Umfeld, ja, Messen, Firmenreportagen und ähnliches, da ist das nicht das Richtige. Mein Fazit, eine gute Kamera, man merkt aber an manchen Stellen, dass es der erste Wurf des Herstellers ist. Womöglich ist also eine kommende zweite Version ausgereifter und dann auch für mich passend. Weil als Alleinefilmer einen automatischen Kameramann dabei zu haben, das ist schon sehr verlockend. Und bis es soweit ist, spiele ich im Moment mit diesem Gerät, der Insta360 ONE X. Und das ist bei dem Hersteller schon mal die zweite Version. Wie die sich schlägt in meinem Einsatzszenario, erzähle ich womöglich in einem anderen Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte helfen.